das Fahrrad bin ich gerade gefahren und es ist eine Sensation. Es fährt sich wie eine Automatikschaltung, ja, wie im Auto. Denn du musst gar nichts mehr machen. Es schaltet vollautomatisch, es hat eine Nabenschaltung von Shimano. Es hat einen Shimano-Motor drin, der perfekt aufeinander abgestimmt ist. Eine Elektronik schaltet sowohl die Schaltung als auch den Motor. Und das war für mich vollkommen neu. Das kenne ich nur von der Rohloff zum Beispiel, Automatikschaltung. Aber die hier ist angepasst an die 85 Newtonmeter. Das heißt, du kommst hier jeden Berg mit hoch und musst überhaupt nicht nachdenken, oder? Ganz genau. Du hast es schon perfekt zusammengefasst. Besser hätte ich es auch nicht sagen können. Wenn du mal noch irgendwie Fahrräder verkaufen willst, komm gerne zu uns. Absolut treffend gesagt. Schaltung von Shimano, Motor von Shimano, ein perfektes System aus einem Guss. Besser geht nicht. Ja, du hast fast einen Fully. Stell dich mal kurz vor, du bist der? Ich bin der Vincent, einer der beiden Mitgründer. Wir haben MyVelo gegründet und achten hier penibelst auf die Details und auf die Usability. So, und das heißt, ihr steigt so langsam so ein bisschen auf zum, ich sag mal, High-End-Hersteller, denn ich sag mal, in dem Bereich tummeln sich ja einige. Das Fahrzeug wird hier gebaut im Schwarzwald? Das Fahrrad ist komplett einmal im Schwarzwald gebaut, sogar auch geschweißt. Wir haben mit unserem Produktionspartner zusammen eine komplette Fertigung, auch insbesondere der Gepäckträger. Schauen wir uns mal im Detail an. Der ist Maßanfertigung für das Fahrrad, innenverlegte Kabel mit dabei. Die Schutzbleche hier kommen auf die Rundungsmaschine, werden dann entsprechend gepulvert. Also das hat wirklich Fertigungstiefe. Make in Black Forest, ja. Das heißt, ihr seid jetzt ein Hersteller, MyVelo, habt einen Fertiger, den ihr persönlich kennt, den habt ihr euch vorher angeschaut? Ganz genau, ja. Das ist wirklich ein alteingesessenes Unternehmen, ein Hidden Champion bei uns im Schwarzwald. Die sind aktiv schon seit den 80ern und wir haben uns da zusammengeschlossen und wirklich ein astreines Fahrrad, E-Bike auf den Markt geworfen. Fabian hat schon gesagt, auch die Schutzbleche wirklich hier aus Alu, mega stabil und trotzdem sehr leicht, da klappert überhaupt nichts. Tja, das hier sieht ja schon fast aus, ich sag mal, von der Qualität könnte es auch ein Riese und Müller sein, sage ich jetzt mal, die wirklich tolle Fahrräder bauen, muss man sagen. Aber ihr wollt da langsam ran. Das heißt, ihr baut ja wirklich von, ich sag mal, preiswerten Klapprädern, die, ich sag mal, hier vorne da sind. Da geht es dann los bei... Bei 1,699, ja. Ganz genau, bis genau. 2,499 und hier bewegen wir uns jetzt bei 4,289. Aber voll, das hier ist volle Hütte. Also das ist jetzt wirklich einmal Vollgas. Arg viel mehr kannst du in ein Fahrrad einfach nicht mehr reinpacken. So, ich zeig's mal. Also hier vorne hast du eine gefederte Sattelstütze von Suntour. Da gibt es, glaube ich, noch so einen Schutz dafür, den kannst du einbauen. Gibt es theoretisch auch noch, ganz genau, den Fingerschutz, sagt man dazu, wenn da mal jemand rumfingert, aber... Ja. Es gab E-Bike Spezial, also das will ich jetzt mal sagen. Was steht da drin? Erst dieses Jahr, dieses Frühjahr erschienen im Bikebild, waren wir mit dem Fahrrad im Testbericht mit dabei und haben da wirklich hervorragend abgeschnitten. Leistungsstarker Biedermann steht drauf, negativ modernes Design geht anders. Ich finde es aber total geil, steht hier vorne. Das ist ja auch im Auge des Betrachters, aber nur positive Sachen. Was haben sie geschrieben hier? Automatische Schaltung, das werden wir gleich mal zeigen. Sehr gutes Handling, gute Sattelstütze, vernünftiges Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Fahrrad ist jetzt hier volle Hütte. Wie es hier steht, 4,299? 4,289 sogar, ja. Genau. 4,289, so. Automatische Schaltung, was bedeutet das? Ich muss gar nicht mehr schalten. Das heißt, das Fahrrad schaltet vollautomatisch hoch, rauf, runter. Wenn du mal kurz mal zu mir kommst, du bist ja der Technikfachmann hier. Die Jungs haben ja überhaupt keine Ahnung von Fahrrädern. Nee, Quatsch. Ihr seid hier zu dritt, aber du bist so ein bisschen erklärbar. Ja, meistens für die Jungs hier. Also bin eigentlich zuständig für die ganzen Zertifikate und Co. Aber wenn es darum geht, hier ein bisschen was zu erklären. Dein Name? Florian. Florian. Du bist der? Vincent. Vincent und du? Fabian. Fabian. Fabian, Vincent und Florian. So, Fabian, Florian. Ich krieg das noch auf die Reihe. Automatische Schaltung. Wie ist der Name von der Schaltung? Oh, da müssen wir jetzt mal die Jüngsten raushauen. Inter 5e heißt sie. Genau, ja. Das ist die Nexus DI2, entwickelt für den E-Bike-Gebrauch. Ich habe 5 Gänge, ich habe den Automatikmodus und ich habe den manuellen Modus. Das heißt, ich kann sowohl Automatik als auch manuell betreiben, das Ganze. Das Schöne an dem System ist wirklich auch, es ist selbstlernend. Heißt, es passt sich mit der Zeit auf mein Fahrverhalten an. Wenn er Gänge einlegt, vielleicht zu früh oder zu spät, dann kann ich den immer noch über meinen Knopfschalter hier nachkorrigieren. Ich mache das gleich mal ganz kurz, dass wir das mal hören. Wenn man gerade drauf drückst auf den Knopfschalter,
Mach mal. Das heißt, die ist voll elektronisch, hängt am Hauptakku mit dran, hängt am gleichen System. Das heißt, das ist aus einem Guss quasi Schaltung und Motor. Ja, das ist eine Symphonie aus dem Hause Shimano. Ich habe die Nabenschaltung plus der Motor. Ich habe die ganzen Kenndaten vom Motor, von der Schaltung. Und das sind Kombinationen, Abstimmungen. Funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Und da tun sich natürlich andere Hersteller, wie jetzt hat auch ein Bosch-Motor, schwer, auf die Daten von Shimano zuzugreifen. Nochmal, der schaltet automatisch in der Ampel runter, wenn ich halte. Ganz genau, ich fahre im fünften Gang an die Ampel ran, bleib stehen und bin automatisch. Ich kann sogar programmieren, ob ich im ersten oder im zweiten anfahren möchte. Ja, was mir aufgefallen ist, es schaltet auch während der Fahrt automatisch wieder runter und hoch. Dann ist der Motor, hat auch einen Automatikmodus. Das heißt, du kannst die beide miteinander spielen lassen, wenn du zum Beispiel im Boost-Modus fährst. Oder gibt es keine Automatik? Bei Shimano ist das eine dynamische Steuerung. Ja. Das heißt, es funktioniert mit Drehmomentsensor, mit Trittfrequenzsensor und dementsprechend spielt er die Unterstützung aus, die ich gerade brauche. Ich habe es eben ausprobiert. Er hat automatisch erkannt, wenn ich schneller geworden bin. Und das Coole ist, es funktioniert sogar über 25 km/h. Das heißt also, wenn ich jetzt ganz schnell trete, dann geht der Motor, schaltet automatisch hoch. Sag ja. Ja. Sehr schön. Du willst was sagen? Ich habe es probiert, es geht. Sag jetzt. Wichtig ist, der Motor schaltet ja bei 25 km/h ab. Genau, ja, richtig, so, ganz genau. Dann geht die Schaltung trotzdem noch. Das die heißt, funktioniert Gott sei Dank trotzdem noch, ganz genau. Okay, darauf wollte ich hinaus. Also ich habe es noch nie gefahren und war total begeistert. Ihr habt eine Luftfeder eingebaut, die ist natürlich in Verbindung. Eigentlich habe ich ja jetzt hier ein Hardtail mit, ich sag mal, Straßenausstattung. Eigentlich schon, ja. Wir haben dann trotzdem noch die gefederte Sattelstütze mit eingebaut, wofür absoluten Fahrkomfort sorgt. Ja, das heißt, die wackelt, das können wir gleich mal zeigen, wenn es runtergeht, wenn jetzt irgendwas kommt. Du hast einen Getränkehalter mit drin, das finde ich immer extrem wichtig. Der fehlt bei den meisten, die jetzt eine Batterie in der Mitte haben. Das Besondere ist, ihr habt einen teilintegrierten Akku drin, ihr habt euch das getraut, weil die Intube-Akkus natürlich schöner sind, aber die gibt es nicht direkt von Shimano. Das ist ein Original Shimano. Ja, ganz genau. Auch hier setzen wir wirklich darauf, dass alles aus einer Hand kommt, einfach weil es perfekt aufeinander abgestimmt ist und perfekt funktioniert. Nochmal zu dem teilintegrierten Akku. Wir sind halt dadurch auch einfach in der Lage, einen deutlich leichteren Rahmen zu bauen und haben mitunter das leichteste E-Bike auf der Straße unterwegs. Was ein ganz wichtiger Faktor ist, denn die Kräfte, die ich nicht heben muss, das fängt schon an beim Reinheben ins Wohnmobil zum Beispiel, wenn ich da irgendwas habe. Die Luftfeder lässt sich ganz genau anpassen. Wir haben eine 4-Kolben hydraulische Bremsanlage von Shimano. Ganz genau. Und auch nochmal zum Fahrverhalten durch das geringe Gewicht. Fährt sich wirklich wie ein normales Fahrrad und nicht wie ein schweres, globiges E-Bike, sage ich einfach mal. Also es fühlt sich an wie ein normales Fahrrad, oder? Definitiv. Also du spürst es nicht, dass es ein E-Bike ist und ein bisschen mehr Gewicht hat. So, das ist jetzt eine Farbkombination Blau mit Grau. Gibt es das komplett Grau? Ja, also in der Theorie sind wir in der Lage, durch das, dass wir der Hersteller sind, viele verschiedene Farben anzubinden, auch wenn du nicht alle direkt bei uns im Onlineshop findest. So, ich zeig's mal gerade. Also hier vorne haben wir eine andere Farbkombination. Du bist die? Isabel. Und es gibt ja auch eine Farbe, die so heißt, Isabel. Weißt du das? So ein Grau. Das ist bei Hunden so. Die heißt Hell Isabel, heißt die Farbe. Das ist so ein hellbeige-grau. Aber die Farbe hat sie angetan, die Kombi, oder? Ja, das Mintgrün und das Kupferfarbene, das finde ich schon rattenscharf. Das ist scharf. Du kannst damit auch theoretisch einen Single Trail fahren, das geht, das heißt? Ja, genau, du hast es schon richtig gesagt. Also im Kern des Produktes ist es eigentlich ein vollwertiges EMTB, mit dem ich wirklich alle Mountainbike-Passagen durchfahren kann. Und wir haben einen All-Terrain-Bike draus gemacht, auch für den normalen Hausgebrauch. So, die Felgen, was habt ihr verwendet diesmal? Das sind die Rodi-Felgen, so. Ganz klassisch. Die sind gut? Die sind extrem gut. Wir haben auch wirklich viele Speichen drin, was dann wiederum für eine hohe Steifigkeit und Stabilität sorgt und dann wiederum für ein sehr sicheres Fahrverhalten. So, ihr habt einen echten Mountainbike-Reifen drauf gemacht. Man könnte aber jetzt natürlich auch einen anderen Reifen drauf machen, also der etwas straßentauglicher wäre. Das geht auch? Geht auch, ganz genau. Beispiel, was könnte drauf? Wir haben den Supermoto, gibt's. Auf dem wollte ich hinaus, das ist mir noch nicht eingefallen. Genau, Supermoto. Und was wir auch noch haben, ist der Schwalbe G1. Das ist dann quasi das Zwischending zwischen Vollcross und Straßenbereifung. So ein Allrounder. Was ich toll finde, der Vorbau ist verstellbar. Der ist vielleicht auch nicht unbedingt bei Mountainbikes immer der Fall, sondern du kannst die Geometrie kannst du einstellen. Ganz genau. Wir sind hier wirklich in der Lage, die ideale Sitzposition
rauszufinden, rauszusuchen für den entsprechenden Fahrer. So, die Luftfeder, man kennt sie, Mobile 25, eine extra Feder für E-Bikes, die ihr mit eingebaut hast, die das auch abkann. Du hast auch richtige Achsen mit drin, das heißt also wirklich, das ist ein Mountainbike. Definitiv, also das Teil gibt schon wirklich einiges her. Und gerade auch durch so eine Bereifung, wenn ich das Fahrrad auf der Straße fahre und habe irgendwie Schotter oder mal ein bisschen Feuchtigkeit oder mal ein Kopfsteinpflaster, ist es extrem gut für die Fahrsicherheit. Ja, Thema Lampen, es hat eine komplette Ausstattung, es ist fully equipped, ihr habt ein ordentliches Licht. Ganz genau, also wir haben hier von Busch und Müller wirklich die Premium-Lichtanlage einmal mit dran. So. Auch hier haben wir nicht gespart. Wichtig ist, sie leuchtet auch zur Seite und zwar Vorder- und Rücklicht ist auch seitentauglich. Genau. Ihr habt Reflektoren überall, das heißt sowohl der Schriftzug ist, glaube ich, der reflektiert, Schwalbe. Ganz genau. Was mit hinzukommt, die Reflektoren sind jetzt hier nicht montiert, aber die kommen dabei. Ganz genau, das Ding ist einmal wirklich STVZO-konform. So, ich zeige es mal hier vorne. Farben ist extrem interessant. Das Ganze gibt es dann auch mit Kettenschaltung und gibt es als Trapezrahmen. Hier vorne haben wir es denn da. Das ist die Herrenversion, nenne ich es jetzt mal, aber wird auch von Damen gekauft. Ganz also wirklich sowohl als auch, ich würde mal sagen, das Verhältnis zwischen Tiefeinsteiger und Trapezrahmen ist sowohl auf weiblicher als auch auf männlicher Seite ausgeglichen. Großes Thema ist Flattern. Da habt ihr extrem dagegen gewirkt. Ihr habt hier nochmal Zusatzstücke eingeschweißt. Das heißt also gerade hier der Bereich ist ja extrem belastet dadurch, dass hier getreten wird. Noch breiter geht es kaum, oder? Noch breiter geht es kaum und noch stabiler auch kaum. Ja. Ganz wichtige Stellen habt ihr nochmal überzogen mit einer Schutzfolie, die mit drauf kommt, dass also Steinschlag und so weiter da demnächst anhaben kann. Die Lackqualität, seid ihr zufrieden? Definitiv. Also wir haben hier wirklich hochwertigste Pulverlacke, die verwendet werden und die lassen wir uns auch ungern von Steinschlägen kaputt machen. So, das heißt, ich habe entweder einen Automatikmodus, das können wir vielleicht mal gerade zeigen. Du hast auf der linken und auf der rechten Seite jeweils eine automatische Anpassung. Ich habe keinen Seilzug mehr, was auch wichtig ist von Leuten, die das kennen aus, ich sag mal, einer Kettenschaltung. Da lenkt sich schon mal der Seilzug. Das gibt es hier nicht. Das ist eine elektronische Schaltung. Nee, also wirklich total komfortabel und auch extrem wartungsarm dann in der Hinsicht. Ich muss die Schaltung nicht mehr einstellen. Das System kalibriert sich bei jedem Hochfahren selbst. Also es ist wirklich ein Hochgenuss an Fahrradkomfort. Ich versuche mal gerade die Schärfe zu finden. Warte mal gerade, ich mache das mal gerade. Jetzt hat er sie. Da ist er drauf. Die Sonne kommt nämlich immer näher. Das heißt, auf der rechten Seite, wenn du mal kurz erklärst, was ist da einzustellen? Auf der rechten Seite haben wir zwei Einstellmöglichkeiten. Wir können hier von dem Automatikmodus in den manuellen Modus schalten. Kann dann sinnvoll sein, wenn ich jetzt wirklich eine sehr, sehr lange Bergpassage vor mir habe, dass ich einfach sicher im ersten Gang bleibe. Okay, das kann ich jetzt praktisch Automatik machen. Wenn ich Automatik habe, kommt das A, wie ich das jetzt sehe? Genau, dann bin ich hier im A-Modus. Wenn du gerade umschaltest? Genau, das machen wir jetzt einmal hier. Das heißt, du mit schaltest beiden, beide? Genau, beide Knöpfe gleichzeitig. Dann bin ich hier im manuellen Modus und bin wirklich hier an der Hoheit und schalte die Gänge. Warte, nochmal. Geil, ist elektrisch. Ja, Tiptronic. Ja, ist aber cool. Das heißt aber, die Automatik entscheidet automatisch die Trittfrequenz. Das heißt, ich bin immer im optimalen Bereich vom Anfahren bis zur schnellen Geschwindigkeit. So ist es, genau. Also ich bin permanent im optimalen Drehmomentbereich und kann tatsächlich auch auf Basis von der Lernlogik, wo Vincent schon erklärt hat, da wunderbar abgestimmt auf mein persönliches Fahrverhalten. Ich zeige das mal. Ihr Lockout ist euch wichtig. Ihr kommt aus dem Profibereich. Da haben alle Fahrräder Lockouts, die auch fernsteuerbar sind. Was hat das einen Vorteil, so ein Lockout? Ganz klassisch. Ich fahre jetzt halt irgendwie über den Kamm drüber und fahre dann eine Schotterpiste runter und habe dann Angst, den Lenker nochmal tatsächlich hier loszulassen und kann hier die Komfortzone dann am Lenker bedienen. Okay, also zusammenfassend. Vierkolbenbremsanlage, stärkster Motor EP8, made in Germany, made in Black Forest. Das Ganze bekomme ich einmal ohne Schutzausrüstung, das heißt als reiner Tiefeinsteiger, ohne Schutzbleche habt ihr nicht, oder? Doch, auch. Doch, haben wir auch. Dann ist es ja wirklich das Palermo, hier sind wir jetzt beim Palermo equipped. So, das Palermo habt ihr auch. Ist das drin? Kannst du mal gerade holen, das Palermo? Klar. Dass wir das mal schauen, also wie das aussieht, weil viele sagen, Schutzbleche brauche ich nicht, will aber trotzdem einen Tiefeinsteiger haben. Das kommt schon mal vor?
kommt tatsächlich schon das ein oder andere mal vor, ja, kann man sagen. Gerade wenn ich jetzt ein bisschen sportlicher unterwegs bin und vielleicht ein bisschen mehr auf die Optik bedacht, dann kann das schon passieren. Das kann ich aber auch haben jetzt zum Beispiel mit einer XT-Schaltung, Kettenschaltung. Genau. Also wir haben auch unserem alle Modelle quasi dann nochmal in der Unterscheidung Kettenschaltung und eben die Nabenschaltung, die elektrische. So. Die Steigerung wäre natürlich jetzt noch die elektrische Kettenschaltung. Die gibt es noch nicht, oder? Von Shimano? Die wird schon eingesetzt im Rennradsport auf jeden Fall. Und ich bin mir sicher, dass ja in den nächsten 2 bis 3 Jahren die auch im Freizeitbreitensport ankommen wird. So, jetzt brauche ich nochmal das Mädel. Das ist eine geile Optik, oder? Das ist schon heiß, ja. Das heißt also hinten, es hat noch ein Schutzblech, aber es ist wesentlich sportlicher von allem, oder? Auf jeden Fall, ja. Gut, dass er mir das gezeigt hat, weil das ist richtig, das ist das Palermo. Welches ist das? Das ist genau das reine Palermo mit den Shorties, also kurzen Schutzblechen und in dem Fall auch etwas sportlichere Länge. Ein bisschen gerader an der Stelle, wie jetzt beim Palermo equipped. So, es hat natürlich jetzt keinen Gepäckträger mit dabei, die Qual der Wahl. Wie gehen die Leute denn damit um? Jetzt haben sie so viel Auswahl. Ja, ganz einfach Rucksack oder entsprechend mit einem Zubehörteil an die Sattelstütze dran. Also was euch gelungen ist, ihr habt durch wenige Eingriffe den gleichen Rahmen zu einer Optik versehen, der wirklich aussieht wie ein Mountainbike. Das ist jetzt ein fully equipped Mountainbike, was du hast. Die Beleuchtung ist es nicht dabei bei dem, das ist wahrscheinlich nachrüstbar. Wäre nachrüstbar, total einfach, auch mit Stecklichtern. Ist bewusst jetzt hier nicht dabei, weil ich einfach hier ein reines klassisches Elektro-Mountainbike habe. Und hier bin ich bei eben einem All-Terrain-Bike, wie Vincent gesagt hat, oder eben auch ganz neu von der Begrifflichkeit, das eSUV-Bike. Ja, dann ganz wichtig, bitte nehmt in Italien Lampen mit, denn da habe ich gehört, die verlangen jetzt richtig auch tagsüber, wenn du keine Lampe dabei hast, obwohl du sie gar nicht brauchst, kostet glaube ich 800 Euro. Oh wow, ja, dann haben wir auch bei uns im Shop natürlich Lampen da. An dem soll es auf keinen Fall scheitern. So, Deo XT habt ihr hier drauf? Ja, ganz genau, wir haben hier eine Deo XT drauf. Haben dann eben wahlweise den EP8 da drin oder eben den E6100. So, E6100, ein bisschen weniger brachial, aber EP8 ist schon das Mittel der Wahl, wenn ich maximale Leistung haben möchte am Berg. Die steht mir dann zur Verfügung, aber dieses Automatik-Fahrrad, das ist schon was ganz Neues. Also die Leute verstehen das mit der Automatik, weil das ist ja doch ein bisschen erklärungsbedürftig. Ja, gerade insbesondere hier bei uns im Store verkaufen wir das am häufigsten, tatsächlicherweise. Man kann es Probe fahren, es fühlt sich extrem gut an in jeder Situation und dementsprechend ist hier die Conversion Rate für dieses Rad echt. Die was? Die Conversion Rate, also die Kaufrate an der Stelle sehr hoch. Conversion Rate, cool. Das heißt also, es kommt jemand in den Laden und es kommt dann zu einem positiven Kaufabschluss. Ja, genau. Wir kommen ja eben aus der Online-Ecke. Wir machen hauptsächlich ja den Online-Shop und sind jetzt halt erst ganz neu mit dem Laden dabei. Und da spricht man ganz, ganz häufig von der Conversion Rate. So, gehen wir mal durch. Das ist das Fully Equipped EQP mit Automatik. 4.289 inklusive Steuer. Wir filmen heute am 11. Juni 2022. Beeilt euch, die Preise steigen vorrätig. Dann hast du hier das Palermo EQP. Das ist das gleiche? Andere Farbe? Ja, gleiches Fahrrad, andere Farbe. Wirkt ganz anders. Und dann das hier. Preis von dem? 3.509, wahlweise, je nach Motor, um die 3.599. Also im Grunde so wie beim Himalaya auch. Da wäre jetzt auch das EP8 drin, da genau. Für 3599. Ja, für 3599 ohne Schutzbleche sind wir dann eben als Pator zum Himalaya. Gleiches Setting. Und hier vorne kann ich es gleich mal zeigen, das ist das Fully Equipped Himalaya. Das wird noch ein extra Video werden, weil da werden wir mal zwei gegenüberstellen, das Himalaya und das Himalaya Fully Equipped. Das Ganze versandkostenfrei, auch mit PayPal? Klar, mit PayPal, mit Kauf auf Rechnung über Klarna. Oder was ziemlich cool ist, das machen die meisten Versender ja nicht. Ihr habt ein Ladenlokal mit Meisterbetrieb, der ist nicht nur angeschlossen, der ist euch. Genau, das sind wir. Da erreicht man uns natürlich auch die ganze Woche über. Abholen geht auch. Abholen geht immer. Abholen, davor auch Probe fahren,
Alles möglich. Alles möglich. Und das Ganze in, der Name nochmal hier? In Oberkirch. Oberkirch, genau. Das liegt hier im Badischen, so ungefähr auf der Höhe von Straßburg. Genau, so ziemlich die gleiche Höhe, auf Straßburger Höhe zwischen Karlsruhe und Freiburg. Ein Kennzeichen ist OG hier, oder? Genau, Offenburg. OG für Offenburg. Danke. Tschüss. Vielen Dank fürs Einschalten. myvelo.de. Tschüss.